Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Adrenaline Odyssey. Eine Frage: Wenn du Leila Testing und Chat wohin reisen könntest, wohin ihr wollt morgen, was wäre euer Ziel? Ich nach Kanada. Spanien. Ihr erinnert euch plötzlich an den Auftrag, den ihr angenommen habt. Ach, weil wir schon 30 sind. Ein Junge wollte einen Beschützer mit mindestens Level 30 kennenlernen. Der Beschützer in eurer Gruppe hat dieses hier Level jetzt erreicht. Schaut in die Kneipe vorbei, wenn ihr Zeit habt. Tatsächlich, ich war dieses Jahr erst zweimal in Spanien. Mann, das klingt. Ich fühle mich wie der größte Umweltverschmutzer, einfach weil ich dieses Jahr dreimal im Urlaub war. Auf jeden Fall, ich hätte mega Bock nach Spanien, aber wenn ich könnte, würde ich nach Spanien ziehen, weil ich mag die Sprache. Ich kann besser Spanisch sprechen als Englisch. Das Wetter ist da immer geil, also. Zu 90% ist das Wetter da geil. Ja, man hat halt so ein Problem mit Arbeitslosigkeit und insgesamt so ein bisschen Kriminalität ist ein bisschen heftiger als in Deutschland, aber. Ja. Australiens Outback oder Norwegen zu den Polarlichtern. Boah, Australien, ich hätte Angst vor irgendwelchen giftigen Viechern, wo in mein Glück, wo ich da wieder reintratsche oder so. Das ist wieder mein Glück. Auf Polarlichter sind bestimmt unbezahlbar zu sehen. Ja, also Polarlichter, ich fände das auch mal interessant. Aber mein Problem ist, da oben ist halt arschkalt und dunkel. Das ist nichts, was ich gut finde. Dunkelheit und Kälte. Also ich glaube, irgendwann werde ich schon mal so in den Norden fahren, so nach Skandinavien in irgendein Zylinder da. Aber im Moment, ich möchte irgendwie nicht Sonne. Ich brauche Wärme. Ich habe keine Bikini-Streifen mehr, so ganz leicht nur noch, das ist schrecklich. Ich war seit 2 Monaten nicht mehr im Urlaub. Das muss sich ändern. Also, was ich mir auch überlegt habe, ist, wenn ich nicht meine Seminararbeit schreiben müsste über Weihnachten, wäre ich auch Weihnachten einfach nach Ägypten. Sind wir Urlaub 4 auch noch am Start gewesen. Und ich bin und bleibe ein Käse. Echt, wirst du nicht braun, wenn du in die Sonne gehst? Also ich, also mir ist es dieses Jahr, okay, ich habe mich auch mit Sonnenöl eingeschmiert. Ich habe keinen Sonnenbrand dieses Jahr gekriegt. Doch, ich hatte eins so am Fuß, da wo ich vergessen habe, mich irgendwie einzuschmieren. Da hat man richtig die Abdrücke von meinem Finger gesehen, wo ich mit der Sonnencreme drüber bin und wo nicht. Und das ist auch so eine Stelle, die jetzt noch braun ist. Nee, ich verbrenne nur extrem echt, weil die ist so stark. Nee, ich habe mich dieses Jahr, glaube ich, am ersten Tag habe ich mich mit der 50er noch eingeschmiert. Dann dachte ich mir, weil der erste Urlaub war ich ja in Malaga. Da habe ich mir so gedacht, so, scheiß drauf. Ich creme mich jetzt halt nur noch mit der 30er ein. Mit Sonnenfaktor aber schon. Das war dann der Malaga-Urlaub. Dann war ich nach Malaga schon gut braun. Und dann bin ich jetzt 2 Monate später nach Italien. Da habe ich mich dann auch als erstes mit der 30er, also habe ich mich dann gar nicht mal mit 50er eingecremt. In Deutschland, wo ich im Bad war, habe ich mich gar nicht eingecremt. Ist nichts passiert. Und dann dachte ich mir, komm, ich bin Spanien gebräunt. Nehmen wir da halt auch die 30er, weil ich hatte nichts Niedrigeres. Dann bin ich aber im Supermarkt gewesen in Italien am zweiten Tag oder so. Und dann habe ich gesehen, dass sie so eine 15 haben mit Bräunungsfaktor. Die habe ich dann genommen. Die war super. Also ganz ehrlich, ich habe eine schöne Bräune gehabt dann nach Italien. Denn als ich dann in Granada war, hat es noch ein bisschen wieder geworden. Wir sind nur einmal einen Tag am Strand gewesen. Das heißt, da bin ich nicht sonderlich braun geworden. Es hat halt dann so ein bisschen das wieder aufgefrischt, dass ich wieder auf dem Strand Italien war. Also in Italien, da war ich wirklich fast schwarz. Da war ich so dunkel wie teilweise meine Mutter male. Das war richtig heftig. Malaga-Becher. Hä? Malaga ist halt. Ich wette, das ist jetzt aus irgendeinem Game, aber Malaga schreibt man anders. Oder was ich. Das war. Boah, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich war ja am Flughafen in Malaga. Und dann waren da so Deutsche, die sich da mega gefreut haben, so Party-T-Shirts anhatten mit Malle. Und irgendwie so, hey, sind die da notgelandet oder so? Nee, die haben gedacht, Malle wäre Malaga und nicht Mallorca. Keine Ahnung, wie man das schreibt. Das ist eine Eissorte, okay.
Nee, Malaga schreibst du mit nur ein L, weil, wie du es geschrieben hast, wäre es Mayaga, weil Doppel-L ist im Spanischen ein J. Und du setzt noch Akzente übers A, übers Erste, dass du es betonst. Aber wirklich, also Spanien, ich weiß, diese zweimal in Spanien, das war schon schön. Also ich hätte auch Bock irgendwie mal so Richtung Amerika rüber. Aber das Problem ist halt, da fliegst du ewig. Also wirklich ewig. Und ich denke mir, ich habe keinen Bock, irgendwie 12 Stunden im Flugzeug zu verbringen. So, okay, wieder was gelernt. Bin kurz AFK, kann es mich nicht mehr einhalten. Kein Problem. So, wir haben ja noch gute 30%, wo wir hier durchhalten müssen. Also wir haben schon was zu. Ja, ich denke, ein Dreiviertel können wir schon haben. Na, jetzt ist 11. Das heißt, wir dümpeln hier wirklich schon seit 1,5 Stunden durch die Gegend. Yay. Das wären die besten Folgen, die irgendjemand jemals mal gesehen hat. Wie wir hier durch die Gegend laufen und Spaß haben. Yay. So. Ich glaube, als ich das bei dem Millennium Girl gespielt habe, war ich einfach mal den Lindenwurm da besiegt. Da habe ich mir gedacht, so an Tag 2, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Wir machen jetzt mal den Wurm da. Geht die Zeit bestimmt gut. Hab's geschafft. War sehr stolz auf mich. Alle Level 31. Also ich glaube, wir schaffen 35, glaube ich nicht, dass wir es ganz schaffen. Gleich haben wir Bericht der vorletzte Tag an. Ich habe gerade voll Bock auf so eine Pizza. Pizza, die wird mir zu scharf sein, wenn ich die esse. Ich habe halt übelst die Halsschmerzen, ist mein Problem. So. Ja, ist doch schön, wie viel Zeit man noch in so einem Labyrinth verbringen kann. Auf einer Ebene. Wie außergewöhnlich doch dieselbe Strecke wieder sein kann. So. Rein theoretisch könnten wir auch die Leute, die jetzt halt bei uns da bei den Trip dabei sind, dann mitnehmen in die Gruppe, falls wir irgendwie sagen, so, oh ja, so Samurai irgendwie ist jetzt trotzdem besser als so ein Landsknecht oder so. Dann könnten wir die trotzdem mitnehmen. Präventiver Angriff. Angriff! So. Alles besiegt. Weiter geht's. Oh nein, ein Skorpion und ein Schleimi. Und wieder was Neues. Ja. Bin ich froh, wenn wir diese Mission haben. Das ist wirklich die nervigste Mission von allen. Aber es gibt keine nervigere Mission als diese hier. Ja, wir können ja mal darüber diskutieren, was ihr denkt, was uns unten im Labyrinth erwartet. Weil bisher haben wir keine Ahnung, was uns da erwartet. Und jetzt haben wir gerade die Sandebenen. Was denkt ihr, kommt nach den Sandebenen? Ich kann euch sagen, es sind nochmal hier zwei verschiedene Strukturen von den Ebenen.
jetzt bald sind wir auf so einer Ebene, wo der Ren und Drache halt da wahrscheinlich nicht mehr so sind. So. Gleich beginnt der letzte Tag. Die letzten 24 Stunden beginnen gleich. Wisst ihr noch? So anspruchsvoll gerade, ja. Ich sitze da und drücke hier hin und wieder LB. Und dann drücke ich A. Und dann warte ich wieder. Große Arbeit, ganz große Arbeit. Jetzt ist 4 Uhr morgens, yay! Noch 25 Stunden left. So. Gleich wird wieder die Tasche voll sein. Du bist zurück, yay! So. Außerhalb des Labyrinths ist ein weiterer Tag vergangen. Bald haben die Qualen ein Ende. Ihr spürt neuen Mut und malt ein weiteres Kreuz. Noch ein Tag. Yay, letzter Tag, Leute! Wir haben es gleich geschafft. Qualen. Das ist halt sau langweilig. Wenn ich das jetzt auf einfach spielen würde, dann wären es wahrscheinlich Qualen, aber so, Go! Monster sind erschienen. Angriff! Also dann können wir drei Aufgaben auf einmal abgeben. Das ist doch auch nice. Können wir nämlich das mit Chileka abgeben. Dann können wir das mit den einen Jungen, der den Paladin sehen will, abgeben. Und halt das mit dem Labyrinth. Das ist dann schon mal sehr gut. Da haben wir, glaube ich, nur zwei am Laufen. Müssen wir mal schauen, was wir da machen müssen. Und dann geht's runter in den sandigen Ebenen. So. Irgendwie ist diese Mission der größte Teil des Spiels, habe ich so das Gefühl. Ja, ich bin auf jeden Fall auf den zweiten und dritten Teil schon gespannt, weil die kenne ich nicht. Ich kenne nur den. Natürlich in drei verschiedenen Versionen jetzt, aber. Ja. Aber ich vermute mal, es wird ähnlich sein. Das Spielprinzip wird dasselbe sein. Ich denke aber, die Story wird eine andere sein. Wird aber bestimmt nice. Freue ich mich schon darauf, mit euch das zu erleben. Ah ja, ich habe gesagt, das Ding ist bald voll und da ist es schon voll. Komm, ich vielleicht letztes Mal auslernen. Vielleicht mache ich dann auch nach dem gar kein Auslernen mehr, weil dann schmeißen wir es halt nach jedem Kampf weg, weil irgendwann ist ja unsere Tasche dann voll und wir gehen ja dann nach oben, dann kann ich das eh alles verscherbeln. So, das fliegt alles raus hier. 36 Objekte haben wir noch da. Vielleicht hat man in den folgenden Spielen größeren Rucksack, das wäre auch nicht schlecht. Dann schaut mal das mal wieder an. Let's go. Was gibt's hier? So, 7 Uhr morgens. Noch 22 Stunden. So. Wow, eine Stunde ist vergangen. Noch 21 Stunden.
Okay, 45 Punkte. Dann kriegen sie mal alle ein Update. Ah, wir machen an dieser Stelle mal einen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, Eternal Desire. Bis dahin. Bye.